Kommunikationsdesign ist auf einen einfachen Nenner gebracht, die Kombination von Bild und Text, die so zusammengebracht wird, dass Inhalte optimal kommuniziert werden und vermittelt werden. Das Feld des Kommunikationsdesigns ist natürlich sehr groß. Es gibt das Corporate Design, in dem man Unternehmen mit einer bestimmten Identity ausstattet. Es gibt das Poster-Design, Web-Design oder eben auch ein großes Feld, das Editorial-Design, das klassischerweise Zeitungen, Magazine, Bücher beinhaltet, mittlerweile eben auch Online-Magazine. Auch das ist letztlich das Tolle an dem Job, dass man mit ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeitet und mit ganz vielen unterschiedlichen Fachleuten auf ganz vielen Ebenen. Der Job wird nie langweilig, das ist super. Als Absolvent der Hochschule findet man nachher Arbeit in ganz vielen Bereichen. Meistens sind es die Agenturen, in die dann die Studenten gehen. Viele machen sich selbstständig, die eben im Studium schon angefangen haben, an Projekten zu arbeiten und dann schon Folgeaufträge bekommen und so einfach ganz automatisch in die Selbstständigkeit kommen. Das Wunderbare ist, dass sich mit jedem Auftrag eine ganz neue Welt eröffnet.